Schönen guten Abend nochmal an alle da draußen, Leute. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin jetzt das erste Mal aus meinem Schlafanzug raus. Hab mich extra hübsch gemacht für euch heute hier. Seit Corona-Anfang habe ich den Schlafanzug angelassen. Bin zu Hause geblieben. Ey, ich bin mal gespannt, ob, wenn es wieder losgeht, wir alle noch wissen, wer was gemacht hat. Nicht, dass du, Dirk, dann irgendwie behauptest, du wärst der Sänger gewesen oder so und ich muss dann Schlagzeug spielen. Ey, pass auf, ich spiele dann Gitarre. Oh je. Gitarre ist auch geil. Tobi, willst du singen? Nein. Wir haben den lieben Neil von Erdling eingeladen und werden mal so ein bisschen, da fritzt er schon, werden mal so ein bisschen über alte Zeiten reden, glaube ich. Weißt du eigentlich noch, dass wir uns mal auf Tour auf einer Raststätte getroffen haben? An der Tankstelle. Ich finde Twitch scheiße, ist kein Erde. Twitch. Wir ruppeln den Twitch. Wenn ein bisschen schnurren, ne, ist das auch ein Erd. R. Und die so schon, oder? Was ich sagen muss zu Twitch, auch wenn viele immer noch sagen, nee, das ist nicht so meins und bla bla, ich bin noch nie so nah mit den Fans zusammengekommen wie da. Also wir führen manchmal bis tief in die Nacht auf dem Discord oder sonst wo, führen wir super diepe Gespräche und ich merke, da hat sich wirklich eine Community aufgetan, die sich gegenseitig unterstützt und das ist alles unglaublich cool. Also wenn ihr da noch so ein bisschen Vorbehalte habt, kann ich euch die nehmen. Also das ist wirklich eine schöne Sache, auch für die Bands. Und was halt echt schön ist, wie man auch als Band miteinander hier kooperieren kann mit anderen Bands. Fabian Felsen ist schon immer echt ganz schön spannend. Da geht's immer heiß her. Werde ich hier den Arsch so lange putzen, bis er feuerrot ist, da stimmt irgendwas nicht. Das ist ja irgendwie das Paarungssignal, das kommt dann ja halt auch noch dazu. Wenn halt einfach die Genitalien so richtig bis aufs Get-Now angeschwollen sind, ne? dann ist das Signal. Dann ist das Signal, jetzt darf angedockt werden. Aber ich erinnere mich auch noch, dass ich in der 11. Klasse... Alter, wir fliegen gleich aus Twitch raus. Ihr müsst nur Twitch gucken, Leute, da könnt ihr was lernen. Ja. Auch über Tiere. Definitiv. Beim Paarungsruf der Löwen. Moment. Versucht den mal zu schreiben. Versucht den mal zu imitieren. Aber es ist schon geil, über was du dir so Gedanken machst. So. Ich überlege, ob ich ihm jetzt nachher E-Mails schreibe und mich als das Management von Bülent Ceylan ausgebe. Ja, mach das. Was hast du dir vorgenommen fürs neue Jahr? Ich habe mir vorgenommen, nicht mehr in alle Fettnäpfchen zu treten, in die man treten kann. Ich habe mir vorgenommen, mehr Sport zu machen und ich habe auch schon damit angefangen. Ich gehe nämlich jetzt immer schön laufen. Und mittlerweile schaffe ich schon 3 Sekunden. Es ist ein Fortschritt zu sehen, sehr cool. Ich habe mir einfach vorgenommen, mir keine Vorsätze mehr vorzunehmen. Oh, Hell Boulevard ist am Start. Hey guys, how are you? Jetzt kommen immer mehr Kollegen hier mit schön. Rein. Cool. Endlich mal so eine Kneipenveranstaltung hier. Ja, das ist wie Straßenmusik hier auf Twitch, so ein bisschen. Nur ohne Musik. Und wer uns unterstützen möchte, kann das machen. Ja. Müssen wir mal ein paar Instrumente auspacken. Hier schreibt gerade die Juna, Heldmaschine-Fans sind ja auch die nettesten. Vor kurzem wieder, ne, gab es eine supergeile Fan-Aktion. Da haben sich die Leute irgendwie zu unserem Bundle was einfallen lassen und haben halt so eine Collage aus Bildern gemacht, wo jeder irgendwie so ein gemeinsam weiter Foto von sich gemacht hat. Zufällig. Yeah, da ist es. Yeah, guck dir das an. Wahnsinn. Hammer. Ja, schön. Wirklich Wahnsinn. Ich lese den Chat immer mit und habe eine Lupe am Start hier, weil sonst könnte ich das gar nicht mehr lesen. So weit ist es schon gekommen, Leute. Kannst du denn trotzdem mal so tun, als wärst du nicht schwerhörig und die Lupe mal vor dein Auge halten? Ja, Moment. Wir haben gerade schon wieder ein... Warte mal, ich höre... Weiter weg. Die Lupe muss weiter weg. Ja, nicht so weit. Wieder zurück. So, dass das Auge so richtig fett groß wird. So muss es machen. Ein bisschen höher. Ein bisschen höher. Jetzt noch ein bisschen zur Mitte. Danke, danke. Nein, zur Mitte. Das ist der Hammer. Richtung Nase. Plan B fürs Leben haben wir nicht. Ja, wir auch nicht. Das ist einfach so, wie es jetzt ist. Gibt keinen Plan B für dieses Leben nicht. Gerade das, was sie jetzt hier machen, ist ja... Ne, das wäre sonst nie entstanden. An alle, die jetzt hier sind und sonst auf Twitch nie unterwegs sind, behaltet das Thema mal im Auge, macht euch einen Account, guckt bei den verschiedenen Bands mal rein. Für viele Bands ist das aktuell der einzig sinnvolle Kanal nach draußen. Deswegen bleiben wir alle am Ball, halten wir alle zusammen und dann läuft es auch. Freunde der Tanzkunst, wir bedanken uns auch recht herzlich und hoffen bis bald. Genau, hier, so. Ja. Hoffen bis bald, dass wir uns irgendwie mal treffen und mal von Angesicht zu Angesicht
saufen und in die Maske kotzen. Absolut. Es war mir wie immer ein innerliches Blumenpflücken, wie man ja so sagt. In diesem Sinne, ciao Leute. Ciao. Ciao.